Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Jo, wir sind hier im Zelt. Ich dachte, ich nehme ein bisschen Unterschlupf und wollte schauen, ob mir was speichern kann, aber gibt es glaube ich nichts. Da wir uns hier eigentlich in einem Tutorial befinden. Aber ich habe dafür hier Proteinriegel gefunden und ich dachte, ich nehme da jetzt einfach mal zwei. Und den dritten würde ich gerne essen. Ja, der ist anständig, der bringt uns anständig weiter. Und ich habe keine Ahnung, was wir noch an nahrhaftem Zeug finden sollen. Weil ich habe halt wirklich Sorge, dass wir so eine süße Maus kaputt machen müssen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob bei dem Regen das Feuer funktioniert. Ich hätte halt wirklich gerne gefischt oder so. Prost. So, ich glaube, ich rüste die mal aus. Aber es ist definitiv so, wenn bevor wir, also wenn der Rucksack voll ist, dass wir dadurch langsamer sind. Das stimmt schon. Ich habe mir jetzt gedacht, ich traue mich mal und verlasse hier bitte die Gegend. Vielleicht finden wir noch irgendwas Nahrhaftes, das uns fehlt. Die Nuss nehmen wir mit. Noch eine Nuss. Bananen haben wir schon gegessen. Vielleicht ist es wirklich so gedacht, dass wir alles einmal essen sollen, was es hier so gibt. Keine Ahnung. Mal schauen, dieses grüne Zeug hier schaut ja auch sehr verdächtig aus. Ein unbekannter Pilz. Wo jemand mal, vielleicht müssen wir speimen. Na, schaut nicht so aus, als wenn es gefährlich für uns gewesen wäre. Wir müssen nicht brechen. Das ist ja schon mal gut. Was halt wirklich toll gewesen wäre, wären Fische, glaube ich. Aber so ein roher Fisch schmeckt halt auch nicht gut. Den nehmen wir auch mit. So. Ich glaube, eine Machete werden wir da lassen im Lager. Wir können nämlich eh schon immer so schnell gehen. Ah, da gibt es noch mehr Pilze. Aber ich kann nichts mehr tragen dabei, weil wir dieses Teil haben. Ich denke, es wird auf der Speisekarte halt wirklich nur noch Fleisch fehlen. Ja, wie gesagt, ich möchte wirklich ungern Mäuse essen müssen. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir wirklich ein Feuerchen versuchen zu machen. Benutzen. Haben wir noch? Ja. Come on. Come on. Oh, gut. Yes! Okay, das hätten wir mal. Und jetzt? Denke ich wieder Rucksack. Ja, wie gedacht.
Das habe ich mir schon gedacht, dass das nichts wird. Warte mal kurz. F. Wir sind eigentlich voll, oder? Aha, beim Roten fehlt noch was. Was war jetzt das Rote schnell? Wahrscheinlich tierisch irgendwas, oder? Protein, glaube ich. Wenn ich jetzt so einen Proteinriegel noch esse, ob wir die Aufgabe dann erfüllt haben. Ich probiere es einfach mal. Ja, reicht. Super. Gut. Dann fragen wir mal Schatzi, ne? Gut ausgeruht und wohl genährt. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? Si. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. Mm. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Großartig. Sei vorsichtig, tapferes Mädchen. Sei vorsichtig. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Schau dir das Korkbrett an. Korkbrett. Das da? Oder das da? Korkbrett, jawohl. Egal welches. Ah, jetzt ist es offen. Das hier. Tabakpflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Nachdem ich einen Felsen hochgeklettert bin, habe ich ein ganzes Beet davon entdeckt. Ein guter Ausgangspunkt. Okay, im Norden. Wo ist hier Norden? Drücke F, um auf dein Smartphone zu schauen. Smartwatch, nicht Smartphone. Hoppala. Ja, wir sind genesen. Das passt ja eigentlich alles. Mausis! Hallo! Ja, hallo! Ich bin überladen. Ich würde gerne Sachen weggeben. Also, weggeben ist falsch gesagt, aber hier lassen. Zum einen... Ausrüsten... Kann ich die jetzt wegtun? Mit Qui? Na, gell? Zerstören. Habe ich jetzt mehr Platz? Ein bisschen. Kann ich da hier nichts liegen lassen? Ach so, einfach so rausschmeißen wäre gegangen, ne? Ich verstehe schon. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal so ein Steinhäufchen. Doch ein bisschen viel Stein, was wir da schon haben. Glaube ich. So. Ich glaube, jetzt ist es uns leichter. Genau. Okay. Also, Tabakpflanzen, Nordseite. Wo ist hier Norden? Karte. Gibt's noch nicht. Geht noch nicht. Okay, schlafen. Aha, weil es ein Tutorial ist, denke ich mal. Können wir, wird das dann später möglich sein, dass wir schlafen. Unbekannter Pilz. Wirkung. Kohlenhydrate. Okay. Ah, mit Foto. Cool. Das ist echt cool. Dann kann man hier eigentlich für sicher schon mal
Wo gibt's hier eigentlich Fäden? Wo Fäden habe ich noch keinen entdeckt. Heißt das, wir haben hier eine Kokosnussschale? Die kann man wahrscheinlich als Topf verwenden. Begib dich nach Norden. Ich habe keine Ahnung, wo hier Norden ist. Mausi. Ich denke mal hier hochklettern, ha? Das war wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht. Schau, noch mehr Schwammerl. Hier auch hochklettern. Schaut nicht so aus, oder? Nö. Hier könnte es eventuell gehen. Oder wir brauchen ein Seil dafür. Vogel lässt aber kein Ei. Die nehmen wir später mal mit. Ah, hier. Das Seil war vorher noch nicht da. Da 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 di, da 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 di, di. Oh, Jesus, na? Oh, fuck me. Was war denn das jetzt? Sal ist auch gerissen. So ein Scheiß. Mir, die Liane ist gerissen. Mia. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Wahrscheinlich ist es ein offener Bruch, oder was? Achte auf deinen Körper. Halte C gedrückt für das Navigationsrad. Und jetzt mal mit untersuchen, ne? Ich glaube, die Hand... Achso, ist nur eine Schürfwunde, für das, dass wir 10 Meter runtergefallen sind. Das ist jetzt aber noch nicht so... That's definitely not good. Ist nicht so schlimm noch, aber au, das tut echt weh. Beim Haxen, ist da irgendwas passiert? Na? Schaut okay aus, das ist nur der eine Arm. Jo, schaut aus, das ist nur der eine Arm. Okay. Jo, passt. Schatzel. Gegenstand über die Wunde ziehen. Was oder welchen? Es sind nur ein paar Kratzer. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Na, nicht wirklich. Nein. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, die haben wir schon mal gesehen. Okay, I'll go look for it. Die war da vorne im Lager. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Die war da drüben im Lager, ich weiß schon wieder. Die haben wir da gesehen. Ich habe noch gefragt, ey, cool, mit Blüten, ne? Schöne Pflanze. Das ist eine Heilpflanze, das ist super. So. Ja, ja, Mausi, ist schon gut. Da ist sie. So, zerhacken wahrscheinlich. Machete. Na. Ich hoffe, ich habe sie ausgerüstet. Ja. Jawohl. War das jetzt richtig? Ich glaube ja. Wir haben Blätter bekommen, auf alle Fälle. Erweitern. Herstellen. Das war falsch jetzt, oder? Rucksack untersuchen. Ah! Hier? Und jetzt hier so drauf vielleicht. Nicht? Vielleicht soll ich zuerst mit Frauchen reden. Erweitern. Herstellen. Hm.
sammeln? Faser. Ah, okay, das ist nicht richtig. Herstellen. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ich sollte vielleicht unser Tagebuch fragen. Herstellen? Das passt ja nicht. Erweitern, sammeln. Herstellen. Vielleicht brauche ich einfach mehr von diesen Blättern. Und kann dann einen Verband draus machen. Das könnte sein. Dann suchen wir uns noch eine Blume. Da ist eine. Weil vielleicht können wir damit jetzt herstellen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich sollte mal ins Buch reinschauen. Hier. Unbekannter Pilz. Molinera. So. Die langen Blätter eignen sich ideal für einen Verband. Genau. Wirkung so. Einfacher Verband. Wie stelle ich den her? Blattverband. Aha, okay. Kratzer, Schramme. Wirkung. Senkt Kondination. Führt ohne Behandlung zur Infektion. Bekannte Behandlungsmethoden. Ein Verband schützt die Wunde, sodass sie abheilen kann und verhindert Infektionen. Ein Verband mit einem Desinfektionsmittel beschleunigt den Vorgang. Okay, hier. Verband. Jo. Aber wie stelle ich das jetzt schon wieder her? Stell einen Verband her. Ja, ach so, wahrscheinlich geht es jetzt, ne, oder wie? Herstellen? Das ein Blatt reicht. Blattverband herstellen. Aha, da ist er jetzt. Und jetzt kann ich ihn so, so und so. Oder wie? Geht das so? Grün ist es. Ah, jetzt funktioniert's. Ah, super. Das ist ja wenigstens sehr sparsam, die Pflanze. Da bin ich wieder wunderbar eingepackt. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Ich sterbe. Antworte nicht viel. Wie verrückt. Ja. Like hell. Pobrecito mio. Imagine I am hugging you now. Da muss jetzt den Männerschnupfen gerecht werden. A bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Mousy. Dark 32? Please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Was zum Teufel? Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Okay, finde Mia. Okay, ich glaube, jetzt kommt die Abschlussprüfung sozusagen. Cool, dass unsere Sachen hier liegen bleiben. Haben wir hier was Neues? Nein, nein und dreimal nein. Hier ist, glaube ich, auch nichts soweit. Haufenweise Papierl.
Oh, okay. Ich hätte den Part beenden sollen. Ich glaube, es lädt. Ich hoffe, es lädt. Sollen wir schnell den Part beenden? Probieren wir es mal. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!